Euch heute wieder herzlich zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem ganz besonderen. Weihnachten steht unmittelbar vor unserer Tür und ich stelle mir jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenke ich meinem Mann zu Weihnachten? Ihr stellt euch die Frage sicherlich auch, sei es jetzt bei eurem Freund, bei eurem Schwager, bei eurem Bruder, bei eurem besten Kumpel. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, etwas Passendes für die Herren zu finden. Einfacher ist es doch bei unserer besten Freundin, der schenkt mir wahrscheinlich das, was uns auch selber gut gefällt. Und ich habe mir jetzt einfach so ein paar Gedanken gemacht. Etwas, das relativ leicht zu bekommen ist. Also ihr geht einfach in die Drogerie rein, in euren nächsten DM und könnt die Sachen alle so kaufen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal mit euch ein sogenanntes Inboxing. Also Produkte, die ich so in einer Box meinem Mann zu Weihnachten schenken würde. Als Geschenktipp, Weihnachtsgeschenktipp für euch und eure Liebsten. Das ist vielleicht sicherlich für den einen oder anderen relativ hilfreich. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir packen jetzt einfach mal unsere Box, unsere Weihnachtsgeschenkbox für die Herren zusammen ein. Ich habe mal versucht, von jeder Kategorie etwas zu finden und ihr werdet jetzt auch sehen, welche Produkte das sind. Wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar habe ich als allererstes von Malia Man Active Care eine Handcreme ausgesucht. Viele Männer nehmen natürlich die Handcreme der Freundin, der Frau und so weiter und so fort, das ist klar. Aber die gibt es jetzt, wie gesagt, speziell für Männer und ist auch ein bisschen intensiv reichhaltiger, weil, wie gesagt, für beanspruchtere Hände. Und ja, die würde ich auf jeden Fall in die Box reinpacken. Dann habe ich ein Shampoo von Head & Shoulders. Also mich spricht ja auch immer die Werbung an und das ist ja auch ein Shampoo gegen Schuppen. Ich denke, dass es auch viele Männer da draußen gibt, die Schuppen haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein Produkt, das sie dann unbedenklich ja, verwenden können. Dann habe ich etwas, und zwar ein erfrischendes Reinigungsgel. Männer, die auf Pflege, weiche Haut achten, gerade am Morgen. L'Oreal Man Expert Hydra Energy erfrischendes Reinigungsgel mit Aufwachkick Menthol. Ja? Also da werden eure Männer am Morgen dann sicherlich wach. Und reinigt tiefenwirksam, kein Austrocknen und seifenfrei. Also auch das hier würde ich in die Box packen. Dann habe ich eine Pflegedusche für Gesicht und Körper. Und das nennt sich Dove Man and Care Clean Comfort und sieht so aus. Mein Mann mag das sehr gerne. Wir kaufen uns das immer wieder nach und ich schenke es ihm auch immer zwischendurch wieder, weil es duftet einfach so toll. Es pflegt die Haut gut, also das hat er mir auf jeden Fall so gesagt. Und deswegen ist das auch ein Produkt, das ich euch und euren Liebsten empfehlen kann und ebenfalls in die Weihnachtsbox packen würde. Dann etwas, und zwar von Balea Trend It Up, ja, ein Extreme Styler, ungebremster, blitzschneller Power Look, und zwar so ein Haargel. Und das ist ein Haargel, das mein Mann auch schon seit Jahren verwendet. Er findet das richtig, richtig gut. Es verklebt seine Haare nicht, es lässt sich am Abend leicht wieder ausbürsten, hält aber dennoch die Haare da, wo sie sein sollen. Und deswegen, ja, kaufe ich ihm das auch immer wieder nach. Ist auch immer ein Geschenktipp an eure Männer vielleicht, wenn sie auf der Suche sind nach einem guten Gel. Guckt euch das an von Balea. Das ist echt super. Dann habe ich hier von Balea Man Ultra Sensitive Aftershave Balsam ohne Parfüm und Farbstoffe. Das habe ich mir jetzt ausgesucht, wenn mir gedacht habe, okay, vielleicht haben viele Männer auch sensible Haut. Und das, wie gesagt, ohne Parfüm und Farbstoffe. Ich muss sagen, vielleicht verwendet nicht jeder Mann ein Aftershave Balsam. Aber wenn sie sich doch rasiert haben, danach einfach die Haut so ein bisschen weich zu machen und so ein bisschen pflegender zu machen, ist nicht schlecht. Wie gesagt, als Tipp würde ich auch noch mit in die Box packen. Dann kommen wir zum Rasierer. Und da habe ich mir den Gillette Fusion Pro Glide Power ausgesucht. Das ist ja auch so ein Hightech-Teil, das man jetzt mittlerweile auch immer in der Werbung sieht. Und mein Mann mag einfach die Gillette-Rasierer sehr, sehr gerne, verwendet die liebend gerne. Und das ist, wie gesagt, jetzt so ein 5 Klingen, glaube ich, sind das. Das sind 5 Klingen, oder? Meine ich auf jeden Fall. Ja, irgendwie so. Und fragt einfach mal eure Männer, was für Marken sie am liebsten verwenden. Aber das ist hier auf jeden Fall einer, den würde ich bedenkenlos auch zu Weihnachten verschenken. Dann habe ich einen Duft von Playboy, ja, wenn schon, denn schon, und zwar New York. So ein Flakon mit, wir haben hier, ich glaube, 50 Milliliter, genau, 50 Milliliter. Parfüm geht auch immer, oder Mädels? Also Parfüm schenke ich persönlich auch oft und schon seit Jahren sehr, sehr gerne, weil mein Mann zum Beispiel ist relativ faul, was das angeht, Parfüm einzukaufen. Und gerade jetzt so in der Weihnachtsbox wäre das natürlich auch ein tolles Geschenk. Das würde ich auch noch mit reinpacken. Dann von Alverde ein Augengel. 3-in-1 Straffung, Antischwellung mit Kühleffekt.
ja, auch Männer haben Augenringe, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, so etwas müsste dann auch in eine Allround-Weihnachtsgeschenkbox mit rein. Verwenden eure Männer Augengel? Das könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben. Mein Mann auch noch nicht so lange, aber ich habe ihm gesagt, das hilft echt gut. Und gerade, wie gesagt, gegen Augenringe und Schwellungen super am Morgen. Und ja, hilft auf jeden Fall. Dann habe ich ein Deo und zwar von X Dark Temptation und wir kennen alle die Axe-Werbungen, die so ansprechend sind und ja, was soll ich dazu sagen, ich liebe auch den Duft von Axe an meinem Mann und deswegen kaufe ich ihm die auch immer wieder nach und ich liebe die. Was ist euer liebster Axe-Duft an euren Freunden, Männern und so weiter und so fort? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall, das hier würde ich definitiv auch noch mit reinpacken. Dann von Balea Man Active Care Lippenpflege mit Vitamin E. Also ich muss sagen, mein Mann, was Lippenpflege angeht, ist relativ faul. Ich weiß nicht, wie lange er seinen Lippenpflegestift schon in der Tasche rumfliegen hat, also in seiner Hosentasche immer. Aber ich habe ihm gesagt, nimm doch mal einen. Also je weicher die Lippen sind, desto besser. Und der hat hier Lichtschutzfaktor 15, auch sehr empfehlenswert. Und ja, wenn ihr euren Männern das mal schenkt, vielleicht verwenden sie dann auch mal einen Lippenpflegestift und haben schöne, weiche Lippen. Das ist doch auch mal so ein Ansporn. Dann habe ich etwas und zwar Feuchtigkeitspflege. Auch Pflege finde ich natürlich gerade jetzt, was nach der Reinigung, nach dem Waschgel angeht, wichtig. Von L'Oreal Man Expert Hydra Energy Feuchtigkeitspflege 24 Stunden Antimüdigkeit. Also auch nochmal so ein Kick am Morgen für die Haut, für die weiche Männerhaut. Ich weiß, die Männer sind faul, was Pflege angeht. Das muss früh immer ganz, ganz, ganz schnell gehen. Aber vielleicht am Wochenende oder so. Welcher Mann möchte nicht schöne, weiche Haut haben? Und welche Frau, Freundin wünscht sich das nicht bei ihrem Mann? Das hat das auf jeden Fall 5 Wirkungen gegen müde Männerhaut. Mildert Augenringe, hydratisiert, belebt die Haut, festigt die Haut, verbessert das Hautbild. Lädt die Haut mit Energie auf. Also Top-Pflege für unsere Herren. Dann zu guter Letzt eine Gesichtsmaske von Balea Man Energy Q10 Antimüdigkeitseffekt. Stellt euch eure Herren der Schöpfung mal mit einer Gesichtsmaske vor. So als Wellnessprogramm zusammen mit euch. Ihr legt euch eine ganz normale Gesichtsmaske auf. Und die Männer haben jetzt auch eine speziell für sie. Ich habe mir gedacht, die müsste definitiv auch mit in die Box rein. Also das ist doch auf jeden Fall auch mein Tipp an euch. Und das wären jetzt die Produkte, die ich so in die Weihnachtsbox packen würde. Als Geschenktipp an euch vielleicht, wie gesagt, wenn ihr euch noch Gedanken drüber macht, was ihr euren Männern schenkt oder eben Teil davon in einer Box. Und ja, ich hoffe, die Inspiration hat euch ein bisschen gefallen und ihr konntet daraus ja ein bisschen was ziehen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!